erste Wachstumsstufe, das heißt, theoretisch hätten wir einen Striegel, könnten wir da ja auch striegeln. Hallo Noob! Aber da wir jetzt eh gerade die Spritze dran haben und noch einen Striegel extra kaufen müssten, werden wir das Feld jetzt einfach hier in einem Abwasch durchziehen und direkt alles spritzen. Okay, im Spiel reicht einmal striegeln bei einer Ernteperiode, aber in echt nicht. Ist auch mal wieder interessant, von euch so den Vergleich zu hören, was ist im LS und was ist im Realen denn der Fall. Wahrscheinlich kannst du in echt quasi ganz am Anfang einmal striegeln und später dann trotzdem nochmal spritzen, ne? Also quasi Kombination, dass man es erst verhindert, wenn es noch klein ist, und später, wenn es dann gut groß im Bestand ist, kannst du ja eh nicht mehr striegeln, dann machst du dir auch deine Ernte kaputt. Worauf habt ihr denn jetzt noch Lust? Das wäre vielleicht mal eine kleine Umfrage. Wir können jetzt natürlich auch einen Tag weiterspulen, alles düngen und dann müsste eigentlich auch schon Ernte sein. Oder wir machen mal eine Mission bei einem benachbarten Bauer. Oder wir... Ups, das wollte ich gar nicht. Wir könnten eine Mission bei einem benachbarten Bauer auch abschließen. Oder wir machen noch eine kleine Runde mit den Pferden. Und das mit den Pferden sollten wir eh noch tun. Das werde ich sonst wahrscheinlich bis zum nächsten Mal nämlich vergessen haben. Und dann spulen wir nachher noch einen Tag, ohne dass die Pferde ihre Portion an Aufmerksamkeit bekommen. Und damit werden die dann gar nicht teuer. Und wir wollen ja irgendwann unsere Pferdchen hier verkaufen. Rolf Nase, danke für dein Abo. Ja, es ist so, um nochmal zu den Livestream-Aufzeichnungen zurückzukommen, ich mache diese 15-Minuten-Folgen und ich habe jetzt ja auch ein bisschen Vorlauf, weil wir haben ja insgesamt jetzt den dritten Stream, bei dem der auch als Aufnahme dann im Endeffekt erfolgt, in Parts. Und ich glaube, diese Folgen hier kommen dann so zum Wochenende, wenn nicht sogar erst später irgendwann Richtung Anfang nächster Woche, weil wir noch ein paar Folgen auf der hohen Kante haben. Ich habe ja letztens fast 2 Stunden gespielt, davor habe ich auch 1,5 Stunden gespielt und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass wenn ich dann da irgendwie, meistens dann die letzte Folge von einem Stream mal ein bisschen länger als 15 Minuten, einfach weil das dann sozusagen das Reststück ist und dann werde ich davon nicht irgendwie einen 10-Minuten-Part machen. Oder 1,15, 1,10er, mal 1,25, habe ich jetzt mal als Beispiel. Mit den Zuschauern spielen steht auf jeden Fall auch für die nächste Zeit an. Es ist so, ich möchte hier erstmal ganz locker für mich. Ich weiß, ich bin euch da meilenweit von euch weg. Ihr seid alles schon LS19 Profis. Ich habe echt wenig gespielt. Das tut mir auch ein bisschen weh. Aber ich möchte einfach gerne erstmal ein bisschen reinkommen in der LS19. Und wenn es dann soweit ist, dass es schöne Modmaps gibt, ne, so richtig, ich denke da eher an so kleine schnucklige Geschichten, die aber sehr detailliert sind. Es müsste nicht riesig groß sein, sondern vielleicht so, ja, so wie eine Gams-Ding im LS15 am Anfang war oder so. So in der Größe zum Beispiel, das wäre was, wo ich drauf Bock hätte. Und sowas würde ich gerne spielen. Und dann, wenn es denn soweit ist und es so eine Map gibt, dann würde ich da drauf ziehen und ich würde sagen, beim Livestream so 1 bis 2 Leute. Erstmal vielleicht Leute, die ich auch kenne so schon oder vielleicht einen, den man kennt, einen Zuschauer, und dann lässt man das so ein bisschen in einer kleineren Runde. Wir machen hier kein riesen Partyzeug raus, wir machen hier keine Spiele mit 16 Leuten, aber wir könnten dann schon ein bisschen Multiplayer machen. Das hätte ich auch vor, da habe ich auch Bock drauf. Da schafft man auch gut was. Das macht Spaß, mit anderen zusammen zu spielen. Tja.
Machst du irgendwann auch mal Forstwirtschaft im LS19? Ja, sicherlich, wenn ich da mal Lust zu habe, gerade. Gut, im Endeffekt, Geld könnte ich mir eh auftreiben. Gerade habe ich da nicht so richtig Bedarf nach Wachstum. Unkraut ist überall komplett runter. Gedüngt ist nicht überall. Eigentlich müsste man jetzt eine Runde düngen. Wird da TS nötig sein? Eigentlich hätte ich es am liebsten schon so, dass man sich mit den Leuten irgendwie austauschen kann. Vielleicht reicht da auch Discord oder so. Muss ich dann mal schauen. Ich habe es eigentlich doch immer ganz gerne so gehabt, dass man irgendwie miteinander reden kann. Oder vielleicht, dass man in den. Also TS ist ja eh kostenlos, ne? Da macht ihr euch ja jetzt keine große Arbeit, wenn ihr euch das installiert. Ah, gut, dass Flash ein bisschen teurer ist. Flash mag ich auch lieber. da macht ihr euch jetzt keine große Arbeit, wenn ihr das installiert. Und im Endeffekt ist es so, dass. Hui. Im Endeffekt ist. Das halt ist, wenn man sich zwischendurch auf Screenshots machen konzentriert. Wo war ich stehen geblieben? Ich bin gerade echt ein bisschen irgendwie kurz abwesend gewesen. Mit meinem Pferdchen hier. Habe ich über die Pferde geredet, über die Pferdepreise. Ja, hier beim Acker ist nicht gut, aber ist in Ordnung. ich wollte gerne als nächstes auf jeden Fall noch die Felder düngen, bevor ich es vergesse. Also die beiden, ne? So wie wir jetzt gerade gefahren sind. Oder dann halt mit dem großen Steuer. Achso, es ging darum, genau, braucht man Teamspeak? Ja, es wäre dann gut, aber ich könnte auch damit leben, wenn ihr im Teamspeak seid, aber euch da mutet. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte nicht, dass man meine Stimme hört, ich möchte eh auch nichts erzählen, dann wäre es für mich okay, wenn ihr euch mutet. Aber es wäre schön, wenn, ja, es überhaupt irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ihr zumindest mitbekommt, wenn ich jetzt sowas sage wie, ey, ich habe hier im Vorbeireiten gesehen, das und das Feld, das muss ja noch gegrubbert werden. Und wenn ihr gerade mitspielt und nichts zu tun habt oder fast fertig seid mit eurer Arbeit, dann wisst ihr schon, okay, als nächstes kann ich mein Feld grubbern, ne? Und wenn ihr den Stream guckt, nebenbei, das geht auch irgendwie, aber es ist. Ich sag euch, es ist wesentlich weniger zeitversetzt und so, ne, weil der Stream, der hat doch immer ein paar Sekunden Verzögerung und so. Das ist schon schön. Ja, die haben eine Sprungfeder am Arsch. Stimmt schon, die sind schon krass, ne? Also ich weiß nicht. Also es gibt ja schon so krasse Sprungpferde, die richtig weit springen, aber das ist schon heftig, glaube ich. Hier sind auch ein paar schöne Felder, wo du eigentlich auch eine gute Menge an Fläche hast. Und er reitet. Ne, wie heißt das? Bibi und Tina. Sie reiten geschwind, bla bla bla. Ich bin nicht so der Profi da. Ja, genau so wird das Lied gehen. Sie reiten geschwind, ich bin nicht so der Profi da. Den Anhänger können wir hier erstmal noch stehen lassen. Langfristig möchte ich den lieber auch in einem Unterstand haben. Hm? Do you understand me?
Soll ich direkt noch das zweite Pferd ausreiten, Leute? Sagt mal. Oder sollen wir eine kleine Pause machen und vielleicht als Streamende nachher noch eine Runde reiten? Boah, da sind schon Sprünge dabei. Da guckst du schon nicht schlecht. Ich habe ja auch festgestellt, es geht ja auch nach Zeit. Also es ist im Endeffekt egal, wie schnell ich jetzt reite. Auch wenn es einem so schleppend vorkommt. Was hast du für einen Drescher? Den können wir mal besuchen gehen. Das ist der John Deere, der mittelgroße. Können wir mal nach der genauen Bezeichnung. Nach der genauen Bezeichnung gucken. John Deere T560i. Und damit denke ich mal, ist das Pferdchen auch gleich mal wieder bereit. Zum Springen. So, Flash ist fertig für heute. Und als nächstes wäre dann, nee, warte mal, doch Flash, der Admiral dran, aber Admiral werde ich, glaube ich, erst später machen. Also noch nicht sofort. Auf welchen Grafikeinstellungen spielst du? Ich spiele auf höchsten Einstellungen in 1080p. Mit Screen schafft mein Rechner leider nicht 2K oder 4K. Ohne Stream schafft mein Rechner das so gerade so. Aber ja, deshalb habe ich halt hier im Stream eine immer noch, glaube ich, ganz gute Qualität, aber halt nicht so besonders. Nichts Besonderes. Boah, das ist auch schon wieder schwer zu erkennen, wo man denn dann gedüngt hat und wo nicht. Und ich finde, man merkt auch doch einen deutlichen Unterschied zwischen 1080p und 4K. Noch deutlich mehr als im LS15 und im LS17. Also da haben sie auch auf jeden Fall passende Texturen für hohe Auflösung im Spiel. Ich muss mal einmal schauen, ob das hier funktioniert. Fällt mir gerade ein. Ja, das sieht ganz gut aus. Denke ich. Hauen wir hier mal ordentlich Dünger rauf. Ja, gut. Wenn ich die Pferde verkaufe, habe ich mehr Zeit, mit dem Hund zu spielen. Das stimmt wohl, aber für den Hund gibt es ja auch kein Geld. Und so witzig finde ich das Spiel mit dem Hund jetzt auch nicht. Das kann man mal so zwischendurch als Gag machen, den mal mitnehmen, mal auf den Spaziergang. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich muss jetzt unbedingt mit dem Hund spielen. War ja wohl eh von dir. Ein kleiner Witz. Aber ich denke, es gibt viele, die die Pferde relativ schnell wieder verkauft haben oder noch verkaufen werden. Einfach weil sie dann doch mit dem Reiten relativ viel Arbeit machen. Das ist so ähnlich wie bei den Schweinen. Also Schweine haben ja einfach dadurch, dass man so viele verschiedene Sachen füttern muss, auch den Nachteil, dass man halt, ne, immer ein Auge drauf haben muss, sich wirklich viel um die ganzen Beschaffungen kümmern muss von dem Futter. Und dann sagen halt einfach viele, nach einer Zeit, nee, das Geld, was ich da jetzt mit verdient habe, das ist mir den ganzen Aufwand nicht wert. Kann man ja auch nachvollziehen. Und das habe ich ja zum Beispiel auch bei On the Hills so gemacht, irgendwann, dass ich gesehen habe, einfach, nee, so lohnt sich das für mich nicht. Ich hätte lieber entweder gar keine Tiere oder pflegeleichtere und würde dann die machen, statt dem Schwein, die relativ aufwendig sind, für das, was sie denn im Endeffekt bringen. Ja. Hier in der ersten Wachstumsstufe lässt sich noch sehr gut düngen. Da sieht man auch wirklich schön, wo denn gedüngt ist und wo nicht. Leider ist es bei dem, was ist das, zweite oder dritte Wachstumsstufe daneben? Ich denke mal zweite.